Hey, hey, hallo Leute und willkommen hier heute zu agar.io. Ich habe mal wieder richtig Bock, das zu spielen. Ich habe das gestern mit dem lieben Rico gespielt. Der war nämlich best gestern ganz lange bei mir zu Besuch, bis knapp 2 Uhr oder so. Und wir haben irgendwann dann mitten in der Nacht wirklich, wir waren mega müde und haben einfach gesagt, ja, um uns wach zu halten, spielen wir eine Runde agar.io. Und ich habe dort einen neuen Rekord in meinem ganzen Agar-Leben geschafft. Und zwar, was ich ja bisher immer geschafft habe, oder was ich geschafft habe, war Platz 7 bei agar.io. Und gestern habe ich sogar so weit geschafft, dass ich auf Platz 5 war kurzzeitig. Also ich war schon recht groß, hab's richtig gut weit geschafft. Mein Ziel ist natürlich jetzt, so lange wie möglich zu überleben und nicht zu sterben. Oh, die haben was Neues hier gemacht. Okay, zu eaten. Super. Okay, wir spielen weiter. So. Und ja, wie gesagt, ich habe dann dadurch jetzt wieder richtig gerade Bock, das zu spielen. Und deswegen agar.io. Agar.io. Und jetzt müssen wir gucken, dass der am besten, am geilsten, wenn er... Sonic! Oh, wenn ich bei den Großen bin, dann ist ein bisschen laggy. Jerenike, der verfolgt mich jetzt. Salut, Gabin! Salut, Gabin! Okay, also manchmal frage ich mich, was für Leute auf den Namen kommen, aber naja, das ist ja hier, das ist ja keine Grenzen gesetzt. Du kannst dich ja mittlerweile sogar Hitler nennen. Also ist mir das eigentlich relativ wurscht. Und jetzt verfolgen sie mich beide. So. Please feed me, nö. Ich werde dich nicht füttern. So, ich muss nur gucken, dass ich jetzt langsam auch endlich mal hinbekomme, jemanden zu fressen. Denn ein Score von 86 ist nicht unbedingt das Wahre. Ich meine, gut, ich habe jetzt schon mal wenigstens eine kleine Größe erreicht oder... Tickelbutt. Okay, kleine Größe erreicht, aber das ist nicht genug, das reicht mir nicht. Ich will wieder auf Platz 5. So, If. Ja, If wird mich jetzt fressen wollen. Haha. Dit war peinlich. das ist, glaube ich, von Holly, der liebe Rico guckt ganz viel Holly LP und gestern hat er das die ganze Zeit gesagt, dit war peinlich, sagt er irgendwie so, dat war peinlich. Also, das war wirklich peinlich. Das war peinlich, so. Oh, please feed me. Ich bin tot. Wow. Weißt du, und jetzt, genau jetzt bin ich nicht da, weißt du? Oh. Sonic. Das habe ich von Sturmi. Ja, wie man Sachen kopiert, ne? Tja. Ich sage halt immer, es gibt so viele Leute, die meckern, so... Ja, du machst alles nach, aber das hat ja nichts unbedingt mit nachzutun, sondern ich gehe ja auch nicht und sag, du darfst keine Cola trinken, weil das der und der schon getan hat. Du bist Nachmacher, Fake, Pfui, na. Atme bitte die Luft nicht ein, die wir alle hier atmen. Du darfst es nicht. Du warst nicht der Erste, der die Luft eingeatmet hat. So, das ist, na, wenn man so mal logisch denkt, weil viele Leute sich so aufregen, wenn irgendwelche deutsche YouTuber irgendwie was nachmachen wie PewDiePie oder so. Ah, das ist geklaut von PewDiePie, das ist ein Scheißdreck geklaut. Das ist einfach, wenn dir was gefällt und du es auch machen möchtest, dann mach das. Dafür ist das Internet da, dass du dich frei entfalten kannst mit dem, was du machen möchtest. Ja, komm her, komm. Sonic, obwohl es auch nicht Sonic ist, aber egal. Das war wohl nicht, das war peinlich. Das war peinlich, du. Das war peinlich. Das hatten wir gestern immer, als ich das gemacht habe. Ich habe mich dann versucht zu teilen und dann bin ich immer verreckt. Sonic! Wojak! Nein! Ich kann nur... Ja, ey. Wo spawn ich denn einfach, ey? Leck mich an die Füße. Der macht ja gar nichts. Der bewegt sich überhaupt nicht. Oh, geil. Nom. Oh, ich will den haben. Ich muss jetzt versuchen, ganz schnell ein bisschen größer zu werden.
Nom 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 nom. Oh. Bosnia, ey. Du hättest doch wegbleiben können. Aber auf jeden Fall, das, ich weiß nicht, irgendwie finde ich das immer ein bisschen schade. Jedes Mal, wenn ich aufnehme, kriege ich den größten Rotz an Runden irgendwie. Und jedes Mal, wenn ich nicht aufnehme, oder beziehungsweise noch nicht mal aufnehmen kann, so wie gestern, weil meine Freundin lag nämlich dann mit Kopfschmerzen auf dem Sofa. Ey, da kommt die geilste Scheiße dabei raus. Das kotzt mich megamäßig an. Aber egal. Ich möchte real auf meinem Kanal bleiben, möchte nicht nur euch die besten Runden zeigen, sondern auch, wie es wirklich ist, denn ich meine, ihr selber sitzt ja auch nicht da den ganzen Tag und spielt da, die besten Runden sind auf Platz 1 in der ganzen Zeit, auch genau wie bei Survival Games, ihr sterbt auch mal. Und das ist bei jedem so und ich möchte das gerne auch so rüberbringen, dass das Leben nicht so ist, oh, alles geht so wie man möchte, ich meine, man ist nur der Pro, man kann alles, wenn man möchte, kann man alles schaffen. Aber das ist ein anderes Thema. Auf jeden Fall, Leute, wenn es euch gefallen hat, trotz dieser ganzen Niederlagen, die ich hier erlitten habe, dann könnt ihr natürlich einen Daumen nach oben geben. Ich bin jetzt weg, ich wünsche euch was und wette mit euch, wenn ich jetzt gleich weiter spiele, mache ich gerade eine richtig geile Runde und das ohne aufzunehmen. Ich hasse es. Macht's gut. Ciao.